Glückwunsch! 10 Jahre Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Sie werden es nicht glauben, eine Altersrente feierte am 1. Januar 2022 10-jähriges Geburtstag. Ganz still und heimlich wurde die Altersrente für besonders langjährig Versicherte 10 Jahre alt. Das ist die Altersrente vor der Regelaltersgrenze, die Sie unter dem Schlagwort Rente ab 63 mit 45 Jahren Wartezeit kennen. Und ab dem 1. Januar 2012 gab es 2 Änderungen im gesetzlichen Rentenrecht. Und zwar wurde die Regelaltersgrenze vom 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr angehoben und der Gesetzgeber hat zum 1. Januar 2012 eine neue Altersrentenart in das gesetzliche Rentenrecht eingeführt. Und zwar unser Geburtstagskind, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die damals 2012 eingeführte Altersrente für besonders langjährig Versicherte galt als Ausgleich dafür, dass der Gesetzgeber die Regelaltersgrenze von 65. Lebensjahr auf das 67. Lebensjahr angehoben hat. Das war ein ganz massiver Eingriff in die Rechte der Versicherten. Und im Zuge dessen wurde im SGB VI, gesetzlichen Rentenrecht, ein neuer Paragraph 38 SGB VI eingeführt. Und dieser Paragraph besteht bis heute. Und in dem Paragraph 38, Altersrente für besonders langjährig Versicherte, steht geschrieben: Versicherte haben Anspruch auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet und die Wartezeit von 45 Jahren erfüllt haben. Kurz und knapp. Wer also ab dem 1. Januar 2012 65 Jahre alt wurde und die 45 Jahre Wartezeit erreicht hat, der konnte schon vor der Regelaltersgrenze oder vor seiner individuellen Regelaltersgrenze abschlagsfrei damals in diese neue Rentenart gehen. Und zum 1.7.2014, Sie werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, wurde die Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit einer neu eingeführten Übergangsregelung im § 236b SGB VI modifiziert. Und zwar konnten sich ab dem 1.7.2014 bis heute über 1 Million Rentenversicherte oder können sich bis heute über 1 Million Rentenversicherte bei der damaligen Bundesarbeits- und Sozialministerin Frau Nahles bedanken. Frau Nahles senkte sprichwörtlich federführend für die Geburtsjahrgänge bis einschließlich 1952 das Lebensalter vom 65. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr ab. Ab dem Geburtsjahrgang 1953 steigt das Renteneintrittsalter für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte um jeweils 2 Kalendermonate späteren Geburtsjahrgang nach 1952 an. Da gibt es so eine Tabelle in § 236b und da kann man nachlesen und findet dann die entsprechenden Renteneintrittsalter für diese Rentenart. Wer 1959 geboren ist, kann mit Vollendung des 64. Lebensjahres und 2 Kalendermonate die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen. Der Anstieg dieses Renteneintrittsalters gilt bis zum Geburtsjahrgang 31.12.1963. Wer ab dem 1. Januar 1964 geboren ist, für den gilt dann wieder die Regelung des § 38 SGB VI, nämlich Rentenbeginn mit Vollendung des 65. Lebensjahres und Wartezeit 45 Jahre. Und wenn Sie nachlesen wollen, wo das alles geschrieben steht, dann schauen Sie doch einfach mal bitte beim § 38 und 236b SGB VI vorbei. Und zwar ganz einfach finden Sie das unter www.gesetze-im-internet.de. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.